Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Shadowman. Heute gibt es aber keine gewöhnliche Folge, denn heute schauen wir uns Nettys Akte und die Prophezeiung genauer an. Das heißt, alle, die das jetzt nicht interessiert, die gesamte Folge wird nichts anderes passieren, als dass ich euch das vorlese. Für alle, die es nicht interessiert, können diese Folge logischerweise auslassen. Ich würde es euch nicht empfehlen, denn es ist schon sehr detailreich. Nettys Akten. Steckbrief der Massenmörder Oktober 1990. Soweit vorhanden wurden Hintergründe, Persönlichkeitsprofile, Beobachtungen und Hauptverdächtige für die folgenden Fälle zusammengestellt. Steckbrief Nummer 1. Echsenkönig. Dr. Victor Petrashian. Steckbrief Nummer 2. Gerichtsvollzieher Marco Cruz. Steckbrief Nummer 3. Videohorrormörder Milton Pike. Steckbrief Nummer 4. Heimwerkermörder New York City. Steckbrief Nummer 5. Jack 2. London. England. Thomas Deacon, PI, Privatinvestigation. Bla bla bla, bla bla bla. Typische 555, damit niemand auf die Idee kommt, diese nochmal anzurufen. Agneta, hier sind die Informationen, die du über die Massenmörder haben wolltest, die du die 5 genannt hast. Meine Untersuchungen haben mich in Gebiete geführt, in denen ich normalerweise nicht tätig werde. Soweit ich erkennen kann, keine Spur von Dämonen Asmodeus. Laut meinen Quellen sind alle Berichte brandaktuell, insbesondere die über Petrashian, Cruz und Pike. Der Petrashian-Bericht insbesondere ist auf den letzten Stand. Ich habe einen Zeitungsartikel beigelegt, der erst letzte Woche erschienen ist. Von besonderem Interesse bei der Durchsicht der Informationen sind die Symbole und Gedichte, die an den Tatorten hinterlassen wurden, zusammen mit der Wendung. Denn unser sind viele, die vermutlich aus der Bibel stammt. Markus 5, Vers 9. Stecken diese Kerle alle unter einer Decke oder ist das nur Zufall? Da ich dich einigermaßen kenne, Nettie, kann ich irgendwie nicht an Zufall glauben. Jedenfalls hoffe ich, dass du mit dem Zeug was anfangen kannst. Herzliche Grüße, Tom. Steckbrief des Massenmörders Dr. Victor Carl Petrashian. Auch bekannt unter dem Namen Dr. Arthur Falkes, Dr. Günther Schaden, Dr. Wilhelm Kasch, Dr. Gerhard Müller. Geburtsdatum 8. April 1961, Größe 1,88. Geburtsort Genf, Schweiz, Augenfarbe grau, Geschlecht männlich, Gewicht 90 Kilo, Haarfarbe fahlbraun, Hautfarbe weiß, Narben und besondere Merkmale, kleine Narbe auf der linken Schläfe. Hintergrund: Geboren als Sohn eines wohlhabenden Bankiers in Genf, Schweiz, war ein brillanter Student und schloss 1985 die Cambridge University mit einem Doktor in forensischer Psychiatrie ab. Doktorarbeit, eine Definition der ASPS. Die Psychopathologie der antisozialen Persönlichkeitsstörung. In den darauffolgenden 4 Jahren Studium an der London Medical School für Beruf eines praktischen Arztes wurde von der Schule verwiesen, ohne sein Studium abgeschlossen zu haben. Genauere Informationen nicht verfügbar. Emigrierte anfangs 1991 in die USA und erschlich sich mit Hilfe gefälschter Papiere eine Green Card, eröffnet 1993 in Boston eine Praxis unter dem Namen Dr. Arthur Falkus, zusammen mit einem Dr. Jean McRose. McRose wurde 1994 unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden. Daraufhin verschwand Dr. Falkus mit mehreren tausend Dollar, die er aus der Praxis mitgehen ließ. 6 Monate später tauchte Petrashian unter dem Namen Dr. Günther Schaden mit einer neuen Praxis in South Bend, Ohio, wieder auf, wurde in 5 Fällen des Mordes angeklagt, nachdem ein Versicherungsbetrug aufgedeckt wurde, der 5 seiner Patienten betraf, alles wohlhabende Witwen, die ihm ihr gesamtes Vermögen vererbt hatten und danach alle eines natürlichen Todes starben. Als ihr Arzt hatte Petrashian alle 5 Totenscheine unterzeichnet. Er wurde von der Staatspolizei verhaftet, als er die Staatsgrenze nach Indiana überqueren wollte, und entkam aus dem Büro des Sheriffs von Butler County, in dem er 2 Deputy tötete und einen dritten verletzte. Zu diesem Zeitpunkt, 95 Dezember, setzte das FBI Petrashian auf seine Liste der meistgesuchten Verbrecher. Im Dezember 1995 erhielt die Dallas Morning News ein handschriftliches Schreiben, abgestempelt in Abilene, sie Anfang Nummer 1. Darin deutete der Schreiber verworren an, dass mehrere Blutopfer gefordert wurden. Als Autor wurde mittlerweile Petrashian identifiziert. Im Januar 1996 wurde in einem verfallenen Bootshaus am Ufer des Lake Fort Phantom Hill, Texas, die Leiche eines jungen Mannes gefunden, der niemals eindeutig identifiziert werden konnte. Die Obduktion ergab, dass der Körper der Leiche buchstäblich explodiert war. Das ist noch wichtig für später. Wie durch einen großen und unnatürlich inneren Druck, auf der linken Brustseite des Opfers war ein seltsames Symbol Abbildungs 1 eingebrannt worden. In den darauffolgenden 1,5 Jahren
wurden 12 weitere Morde begangen, die alle die gleiche Handschrift trugen. Kopf entstellt, eingebranntes Symbol auf der linken Seite des Brustkorbs. Im August 97 wurde Patrician von FBI-Agenten verhaftet. Er wurde in 15 Fällen des schweren Mordes für schuldig gesprochen und zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Zurzeit befindet er sich im Todestrakt des Gardell County Penitentiary, wo er auf das Ergebnis seines zweiten Berufsantrags wartet und sich in Künstlerkreisen mit dem, was er als Asylmontage bezeichnet, Abbildung 2, einen gewissen Ruf erworben hat. Eines seiner Schisma-Bilder wurde sogar kürzlich für mehrere tausend Dollar von der Londoner Golgatha Kunstgalerie aufgekauft. Anhang Nummer 1. Brief an die Dallas Morning. Handschrift identifiziert als Victor Patrician. Sehr geehrte Herren, sein Reich habe ich über die Welt gebracht und eine blutige Säuberung ist nah. Ja, sie ist längst überfällig. Ich bin der Führer der Fünf, der Wächter der Tor am Tor der Seelen. Dem kommenden seiner ruhmreichen Armee werden wir den Weg bereiten und als Fanal verlangen wir Opfer. Blutopfer für seinen Ruhme. So wird es denn, dass der Weg zu eurem Golgatha glatt und von eurem Blut sein wird. Denn unser sind viele. Ich verbleibe wie immer verachtungsvoll der Ihre, der Hexenkönig. Anhang Nummer 2. Nachtrag. Artikel von der ersten Seite des Clearfield Chronicles von letzter Woche. Gefängnisaufstand von Massenmörder angezettelt. Der Massenmörder Victor, Dr. Victor Patrician ist der Kopf hinter der seit 3 Tagen anhaltenden Aufstand in Gardell County Penitentiary. Patrician, der in der Vergangenheit vergangenen zwei Jahren nach seiner Verurteilung im Jahre 97 wegen Mordes an 15 Menschen im Todestrakt einsetzt, hat im Künstlerkreisen wegen seiner Schisma-Bilder und Asylmontagen eine gewisse Berühmtheit erlangt. Genaueres ist noch nicht bekannt. Anscheinend wurde Patrician am letzten Donnerstag kurz im Kunststudio des Gefängnisses allein gelassen. Bei der Rückkehr der Wächter war er nicht aufzufinden. Nachdem Patrician 4 Wächter und einen Vertrauensmann getötet hatte, gelang es ihm, die Sicherheitssysteme im Hochsicherheitstrakt zu überwinden und über 300 Gefangene aus ihren Zellen zu befreien. Über den Zustand der 25 Geiseln der Gefangenen ist nichts bekannt. Das Gardell Penitentiary ist zurzeit von 150 Mitgliedern der Nationalgarde umstellt. Und verschiedene Elite-Eingreiftruppen stehen im Bereitschaft. Doch bisher wurde der Einsatzbefehl noch nicht erteilt. Anhang Nummer 3. Am Tatort gefundenes Gedicht, umklammert von der Hand des Opfers. Der Echsenkönig ist der Führer der Fünf. Aus dem südlichen Kerker bricht er blutig sich Bahn. Wahrer Hass findet stets einen Weg. In ihm wird die Finsternis offenbar. Seine Augen leer wie eines toten Mannes Blick. Kalt wie das Licht eines sterbenden Sterns. Denn unser sind viele. Steckbrief Nummer 2. Marco Roberto Cruz. Auch bekannt unter dem Namen Roberto Cirilla Billion Gillette, Jesus Moretta, Max Clayton, oh cooler Name, Solomon Sully Fripp. Geburtsort 13. März 1968, Größe 1,78, Geburtsort Boulder City, Nevada, Augenfarbe hellbraun, Geschlecht männlich, Gewicht 76 Kilo, Haarfarbe dunkelbraun, Hautfarbe weiß, Name und besondere Merkmale, auf dem Oberkörper stark tätowiert, Narbe an linker Wange, auf den Knöcheln beider Hände sind die Worte Loverboy eintätowiert. Hintergrund: Zwischen Februar und November 1996 entführt und ermordete Marco Roberto Cruz 10 Personen, Pärchen, denen er in der Gegend des Death Valley und der Mowara-Wüste auflauerte. Das folgende Symbol wurde in der Nähe jedes Opfers gefunden. Auch das folgende Gedicht wurde in der Nähe jedes Opfers gefunden, denn in den westlichen Wüsten findet er eine Gestalt. Es ist das Kind mit dem Mund voller Blut. Die Trostlosigkeit vor dem Anbruch der Zeit. Es ist das eiskalte Funkeln im Auge des Mörders. Das grausame wilde Herz jeder Freveltat. Denn unser sind viele. Ironischerweise hatte Cruz tatsächlich 5 Jahre lang als Gerichtsvollzieher gearbeitet. Außerdem hatte er eine Zeit lang als DJ gearbeitet und eine Autowerkstatt betrieben. 7 Jahre wegen bewaffneten Raubes und schwerer Körperverletzung. Keine Vorstrafen wegen Totschlags. Er war in verschiedene gewaltsame Todesfälle verwickelt, wurde aber wegen Mangels an Beweisen stets freigesprochen. Am Oktober 1996 stellte sich Cruz den Federal Marshals in Austin, Texas. Die Leichen seiner letzten Opfer waren noch unter einer Plane hinten auf seinem Pickup versteckt. Gegen ihn wurde in 10 Fällen Anklage wegen schweren Mordes erhoben. Zurzeit sitzt er in einer Zelle im Gardell County Penitentiary ein und wartet auf seine Hinrichtung. Das gleiche wie der Echsenkönig. Es ist nicht bekannt, ob er sich unter den Insassen befindet, die in den Gefängnisaufstand verwickelt sind. Steckbrief des Massenmörders Nummer 3, Milton T. Pike, auch bekannt unter dem Namen Bobby McArdle, Ardale,
Bobby McNabb, Billy Joe Balboa, Franklin B. Tindall, Rocky Mason, Shalimar Waiters. Geburtsdatum 4. Juli 1952, Größe 1,85, Augenfarbe braun, Hautfarbe weiß, Geburtsort Miami, Gewicht 109 Kilo, Haarfarbe schwarz, Geschlecht männlich. Namen und besondere Merkmale: Tätowierung eines Schädels aus Flammschlagen, Schriftzug Born to Raise Hell auf der linken Brustseite, Narben auf Oberlippe und Kinn. Hintergrund: Vietnam-Veteran 1971 bis 73, Green Beret. Experte für elektronische Abwehrmaßnahmen bei einer Sondereinheit. 1973 wegen angeblicher Vergewaltigung eines weiblichen Offiziers unehrenhaft entlassen. Arbeitet nach seiner Entlassung als Fernsehtechniker 1974 bis 1980. Wurde 1979 wegen Erschießens seiner Mutter Francine Pike angeklagt, aber wegen Mangels an Beweisen freigesprochen. Trat 1980 den amerikanischen Kreuzrittern American Knights of the Cross bei, einer paramilitärischen Bürgerwehrgruppe. Gründete 1981 seine eigene Splittergruppe, die Ritter des amerikanischen Herzlandes, Knights of the American Heartland, mit einem befestigten Lager in der Nähe von Eureka, Florida. Das Identifikationssymbol der KAH hat starke Ähnlichkeit mit dem Symbol der gekreuzten Speere, siehe Anhang Nummer 1c. Auf den Videobändern, die der Videohorrormörder an verschiedene Vertreter der Staatspolizei geschickt hat. Die KAH trat 1982 der Nationalen Bürgerwehrorganisation bei, wurden jedoch noch im selben Jahr wieder ausgeschlossen, nachdem Pike 18 Mitglieder seiner eigenen Bürgerwehr mit einer raketengetriebenen Granate umgebracht hatte. Daraufhin arbeitete er kurzzeitig wieder als Fernsehtechniker 1982 bis 84. In dieser Zeit stellte das FBI fest, dass er sämtliche bekannten Elektrozeitungen und Zeitschriften abonniert hatte. Wurde 1986 unter falschem Namen Franklin P. Tindall Forstaufseher und arbeitet im Reservoir Cypress National Preserve in den Everglades mit Hauptaugenmerk auf dem Alligatorenschutz. Er wurde 1991 verhaftet, nachdem seine Frau ermordet aufgefunden war, die in Cypress National Preserve auf Wandertour gewesen war. Bei seiner erfolgreichen Flucht tötete er zwei Deputy Sheriffs. Der Aufenthalt Ort Pikes von 1991 bis 95 ist nicht bekannt. Von Dezember von 90 bis September 96 ermordete Pike 9 Frauen und hinterließ ihre Leichen an verschiedenen Orten. Datum 2.12.95, Barbie Mead, Alter 35, Plymouth, Florida, gefunden. 19.12.95, unbekannt, Alter 37, Moorhaven, Florida. 15.02.96, Simon Phelps, 35 Jahre, St. Paul, South California. Carolina, Fundort. 17.05.96, Nikola Patrick, 36, Red Hill, Alabama, gefunden. 3.06.96, Gina Jason, 33 Jahre, Cherokee, Georgina. 20.06.96, Tori Story, 34 Jahre alt, New London, Alabama. 30.08.96, Glenda Cookie, Cook, Entschuldigung, 44 Jahre, Eloise, Florida. 8.9.96, unbekannt, 32 Jahre alt. Könnt ihr eigentlich wissen, dass die 32 Jahre alt, wenn die unbekannt, ist ja auch egal. Aka Butler, Mississippi, gefunden. 29.9.96, Billy Allison, 38 Jahre. Sebastopol, Texas, klingt wie dieses Sebastopol. Lustig. Man nannte Pike den Videohorrormörder, da er unglückliche Beamten der Staatspolizei in allen oben aufgeführten Staaten Videobänder schickte, auf denen in allen grausamen Einzelheiten die Jagd und das darauffolgende Töten von mindestens 6 der oben aufgeführten Opfer zu nennen war. Das folgende Gedicht wurde in der Nähe jedes Opfers gefunden. Und siehe, wenn Krieg ein Antlitz hat, zeigte dieser der 5 diese blutige Maske. Die Ohren gespitzt, jeden Schrei auszukosten. Zähne gebleckt, den Kadaver zu häuten und die Zunge bereit, dieses Gefäß trocken zu legen, denn unser sind viele. Pike wurde im Oktober 96 nach einer Reihe anonymer Hinweise von FBI-Agenten gefasst. Der Anrufer gab Legion als seinen Codenamen an. Bei der sich ergebenden Wüstenschießerei wurden 3 Agenten getötet und 5 verwundet, Pike ebenfalls schwer verwundet, verlor schließlich durch den Blutverlust das Bewusstsein und wurde ins Dallas Memorial Hospital gebracht, wo sein Zustand noch einige Tage lang kritisch blieb. Nach seiner Genesung wurde er wegen schweren Mordes in 11 Fällen, einer der FBI-Agenten war nachträglich noch seinen Verletzungen erlegen, vor Gericht gestellt und verurteilt. Zurzeit sitzt er im
Gardel Penitentiary ein und erwartet seine Hinrichtung. Auch er ist in diesem Gefängnis gelandet. Also die drei sind in dem einen Gefängnis. Möchte ich nur mal erwähnen. Und ich möchte auch mal erwähnen, wie unglaublich detailreich diese Akten sind. Also die haben sich schon echt was ausgedacht, zu der damaligen Zeit schon. Also es war einfach nicht selbstverständlich in dem Jahr und wie viel Hintergrundstory die sich ausgedacht haben, allein für dieses Spiel, für jeden Charakter. Wie bei den zuvor genannten Täter und Mitinsassen im Todestrakt Marco Roberto Cruz ist auch von Pike nicht bekannt, ob er dem Aufstand in Gardel-Gefängnis beteiligt ist. Addendum Nummer 1c, ein Foto mit dem Symbol der gekreuzten Speere, war an das Videoband geheftet, das an die Staatspolizei geschickt wurde. Steckbrief des Massenmörders Nummer 4, Persönlichkeitsprofil des Massenmörders mit dem Beinamen Heimwerkermörder. Hintergrund, ein Phantombild bloß. Man geht davon aus, dass der sogenannte Heimwerkermörder bisher über einen Zeitraum von 2 Jahren in und um das Gebiet New York 12 Menschen beiderlei Geschlechts ermordet hat. Eine merkwürdige Facette der Handschrift seines Täters besteht darin, dass er den Schädel eines Kanarienvogelkükens zurücklässt. In diesem Schädel steckt ein zusammengerolltes Stück Papier, das aus einem Notizbuch herausgerissen wurde. Auf dem Papier steht säuberlich in schwarzer Tinte geschrieben, ein Gedicht, Anhang Nummer 2a, unter das ein mysteriöses Symbol gezeichnet ist. Ja, Nagel, Heimwerkermörder. Eigenbrötler, Profil, Eigenbrötler, weiß, männlich, Ende 20. Niedriger Intelligenzgrad, Kenntnis der Tischlerei. Introvertierte Persönlichkeit, starke frauenfeindliche Tendenzen. Hegt einen besonderen Groll gegen seine Mutter, beinahe schon psychotisch. In seinem Privatleben chaotisch, aber sehr penibel in der Vorgehensweise bei seinen Morden, die offenbar alle nachts stattgefunden haben. Beobachtung. Am frühen Morgen des 30. August 99 wurde beobachtet, wie ein Mann, bei dem es sich möglicherweise um den Verdächtigen handelt, den Tatort in Richtung Westen die Braddock Avenue hinunter verließ. Er wurde wie folgt beschrieben. Weiß, männlich 25 bis 30, Größe 1,70 bis 1,80, Gewicht 70 Kilo, dunkelbraunes Haar, fahle Haut, trägt möglicherweise 80-Brille, weiß nicht was das ist. Hauptverdächtiger. Name Avery Marks, auch bekannt unter dem Namen Mark Aviary Allen Hickok. Geburtsdatum 18. Januar 1973, Größe 1,75, Augenfarbe braun, Hautfarbe weiß, Geburtsort New York, Gewicht 70 Kilo, Haarfarbe dunkelbraun, Geschlecht männlich. Name und besondere Merkmale keine. Hintergrund: 1997 wurde im Zusammenhang mit dem Angriff auf eine junge Frau in Greenwich Village gegen die Anklage erhoben. Greenwich, ich dachte, gibt's Greenwich auch in Amerika? Ich dachte, Greenwich ist nur in London. Ist egal. Also in England. Er verschwand nach Zahlung der Kaution, hinterlegt von seiner Mutter. Ebenfalls gesucht wegen des darauffolgenden Mordes an Frau Casey Marks, die verwitwete Mutter des Straftäters. Im Februar 1998, das Opfer wurde in einem abgedunkelten Schlafzimmer aufgefunden. Der Straftäter hat offensichtlich bei ihr den Strom abgeschaltet. Er hält sich offensichtlich gern Vögel. Derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt. Ein Möbelfoto. Anhang Nummer 2a. Am Tatort gefundenes Gedicht. Sorgfältig zusammengerollt im Schädel eines Kanarienvogelkükens. Aus Ost kommt das schwachsinnige Ungeheuer. Mit Nägeln künden von seinem blasphemischen Plan. In Kammern dunkel noch erwartet es den Schatten. Ebenholzkörper Narben der Macht. Dunkle Erlöser mit entsetzlicher Kraft. Denn unser sind viele. Persönlichkeitsprofil des Serientäters Jack 2, Phantombild. Dieser Straftäter, der unter der Bezeichnung Jack 2 bekannt ist, aus Gründen, die noch erläutert werden, lauert nur Frauen auf und schlägt spät nachts in den frühen Morgenstunden in der Nähe von U-Bahn-Stationen in East End von London zu. Der Straftäter hat bisher 4 Frauen ermordet. 30. August 1999, Mary Nichols, Whitechapel Station. 8. September 1990, Anna Chapel, Storage Station. 29. September 99. Alyssa Strider, Elgate East Station. Katrina Edison, Elgate Station. Wenn man dies mit den 5 Morden vergleicht, die zwischen dem 31. August und dem 9. November 1988 in London von dem als Jack the Ripper bekannten Täter begangen wurden, fallen einige verblüffende Ähnlichkeiten auf. 31. August 88, Mary Ann Nichols, Bucks Row. 8. September 88, Anna Chapman, 29 Hanbury Street. 30. September 88, Elizabeth Stride, Banner Street.
Catherine Edwards, Church Passage. 9. November 88, Mary Kelly, Dorset Street. Wenn man die oben aufgeführten Listen vergleicht, wird deutlich, dass die Namen der letzten Opfer denen der ursprünglichen Opfer sehr ähnlich sind. Und die Tatorte der letzten Morde liegen auf der Karte ganz in der Nähe der Tatorte von 1888. Es gibt weitere Ähnlichkeiten. Die Vorgehensweise bei den jetzt von Jack 2 verübten Morden und bei den Morden von 88 war praktisch identisch. Profilbild. Die blinde Wut, die sich in jedem Angriff ausdrückte, scheint auf einen stark gestörten Täter hinzudeuten, dessen sexuelle und soziale Fähigkeiten unzureichend ausgeprägt sind, mit extrem frauenfeindlichen Tendenzen, wodurch sich seine Wut gegen Frauen richtet. Die Verstümmelung der Leichen lässt auf nicht vorhandene Medizinkenntnisse schließen. Der Straftäter ist ein introvertierter Einzelgänger, der unauffällig sein ausgewähltes Jagdgebiet durchstreift und ganz sicher an die Orte seiner Verbrechen zurückkehren wird. Beobachtung: Die Ähnlichkeiten zwischen diesem Fall und dem Fall von 1888 gehen so weit, dass sich die beiden Straftäter tatsächlich ähnlich sehen. Man vergleiche nur das Phantombild des Täters am Anfang dieses Berichts auf der Grundlage der Beschreibung eines Zeugen, der beobachtet, wie Anna Chaplin, eine bekannte Prostituierte, am 8. September nachts von der Storage Station mit einem Mann sprach, mit dem Bild des Mannes auf Abbildung 2 einer zeitgenössischen Impression von Jack the Ripper. Zurzeit hat Scotland Yard keinen Hauptverdächtigen. Anhang Nummer 1b. Dies wurde am Morgen nach dem Mord an Mary Nichols in weißer Kreideschrift an einer Wand in der Nähe der Whitechapel Station entdeckt. Die Wächter am Tor der Seelen bereiten den Weg. Die fünf gehen mit blutigen Fängen und Klauen zu Werke. Kopf, Herz, Hände, Zähne und Augen, alle zusammen bilden die fünf. Denn unser sind viele. Anhang Nummer 2b. Dies wurde am Morgen nach dem Mord an Anna Chaplin in weißer Kreideschrift an einer Wand in der Nähe der Storage Station entdeckt. Das Messer huldigte dem blutigen Ritual, blutrote Rückkehr an einem dunklen Ort, Fleisch erkaltend durch fließende Tränen, zerfetzen, zerschneiden, aufschlitzen, erkunden der weinende Wunde und ihrer trauenden Seele, denn unser sind viele. Das war's. Die Prophezeiung. Also ihr habt gesehen, das sind die Bösen, die fünf, die wir besiegen müssen. Die Prophezeiung. 23. November 1888, mein Freund. Obgleich Jahrhunderte vergangen sein mögen, bis ihr diese Zeilen lest, seid ihr dennoch gegrüßt als Freund und als Bruder, denn auch ich trug einst die Last der Schattenmaske. So wisset, dass ich diese Wege, die Pfade der Schatten, anlegte zur Reise durch das, was wir das Reich der Toten nennen, auf das wir und andere, die Maske tragen, die Ordnung im Reich wiederherstellen und ungehindert unseres Weges ziehen können. Ich habe zu meiner Zeit viele alte Artefakte der Macht gesammelt und katalogisiert. Einige davon befinden sich in diesen Räumen. Doch ich befürchte, dass ich meine Arbeit nicht mehr vollenden kann. Ein Keim der Dunkelheit hat in diesem Reich zu sprießen begonnen, weit kraftvoller als ich in den Jahrhunderten zuvor. Und so halte ich es für dringend geboten, die Pfade der Schatten zu versperren, auf dass sie und die Artefakte dort nicht dem Bösen zur Beute fallen. Die Aufgabe, diese Wege zu sichern, erwies sich als überaus mühsam. Und ich bin voller Sorge, dass ich diese äußeren Tore mit meinen schwindenden Kräften weniger gut als jene tiefer in den Pfaden gesichert habe. So wisset denn, dass euch der vor euch liegende Weg viel mehr Kraft abverlangen wird, als ihr bisher aufbringen musstet. Neben dem Katalog der Artefakte findet ihr hier Lekars, du Prophetie, die Prophezeiung, die unseren Ahnen von den Loa verkündet wurde. Ich befürchte, dass es sich bei der Dunkelheit, die sich allmächtig auf uns streckt, bereits um die von Lekar vorhergesagte handelt. Konnte doch nicht auf mich wie das los, keine Ahnung, mich dieser Dunkelheit zu stellen. Vielmehr gilt mein Streben der Sicherung dieser Pfade, auf dass sie, wenn die Prophezeiung eintrifft und das Böse sich in seiner wahren Gestalt zeigt, wieder freigelegt und die Relikte wieder zutage gefördert werden können. Maxim St. James war unser Vorgänger. Lekar. Lange vor den Männern des Schattens wurden die Welten von Kreaturen mit bösen Seelen heimgesucht. Von Unsterblichen, deren Anführer der war, der viele ist, der mit dem Mund voller Blut. In schier endlosen Kämpfen wurde er niedergerungen und verbannt an einen Ort jenseits der Welten. Und die dunklen Seelen seiner Armeen wurden in Govi verschlossen. Und dieses Vieh haben wir schon gesehen. Einmal haben wir eins zerschossen und eins haben wir stehend gesehen schon.
Und die Gobi wurden den Schwestern des Blutes anvertraut. Und viele Lebensalter lang befanden sich die dunklen Seelen in ihrer Obhut. Und dann kehrte er, der Vieles, zurück. Vom Ort jenseits der Welten. Er vereinte unter seinem Banner die Wahnsinnigen und die Mörder und sie bauten im Reich der Toten ihr Asyl. Und er entsandte seine Gefolgsleute in die Welt der Toten. Er sammelte die dunklen Seelen, die nicht unter der Obhut der Schwestern standen. Mit weit fürchterlicher Kraft berief er die fünf zu sich, Sterbliche, die seinen Befehlen gehorchen mussten. Und die errichteten für ihn Tore für die Seelen, die in die Welt der Menschen führten. Was sind die Symbole der fünf? Die unten links, das sind die Speere, das ist der Herr Soldat. Unten rechts, das ist Marco Roberto Cruz. Oben sind die Tore, die noch geschlossen sind. So geschah es, dass die fünfte Hexe in einem Traum erschien. Und der Echsenkönig verkündete die Apokalypse mit den Schreien von tausend Menschen. Und in ihrer dunkelsten Stunde rief die Hexe den Mann des Schattens. Und die Schlange bewachte die Markttore, bis der Schatten ins Reich der Toten zurückkehrte. Von da an wurde die Schlange zu seinem Ratgeber. Ist ja ein toller Ratgeber. Der hat mir doch absolut überhaupt nicht geholfen. Denn der Mann des Schattens öffnete die Sargtore und zum ersten Mal seit 100 Jahren betrat wieder ein Fuß die Pfade der Schatten. Der Mann des Schattens brach der Schwestern Zauber über die Govi und die Macht der dunklen Seelen an sich nehmend, vereinigte er sie in sich. Mächtiger geworden, betrat der Mann des Schattens schließlich das Asyl und fand darin die Tore der Welt der Menschen. Und er trat hindurch und stellte sich den Fünf, doch im hellen Licht des Tages waren sie ihm überlegen. Und die Hexe fiel in eine tiefe Trance, ihre Kräfte erschöpft, und ein Schatten fiel über die Menschenwelt. Und die Macht der dunklen Seelen ist über Legion gekommen. Ende. Ja. Das hier, hier sind wir gerade. Das hier werden wir vielleicht noch erleben. Ende. Baton, Klinge, die den Äther durchdringt und den Geist hindurchträgt, haben wir schon gefunden. Flambeau, Träger der Voodoo-Flamme, gefunden. Marteau, der die Radartrommeln schlägt, noch nicht gefunden. Kalibasse, Zerstörer der geheiligten Wewe, das sind Siegel, noch nicht gefunden. Asson, heilige Rassel der Mambo, gefunden. Poigam, und die Blutfälle zu erklimmen, gefunden. Enzane, das war Schütz, gefunden. L'Eclipseer, Überbringer der Nacht, der den Schatten über die Menschheit bringt, gefunden. Le Soleil, Bruder Sonne, La Lune, Schwester Mond, La Lam, die Kraft, die verbindet, gefunden. Nur die Mächtigsten dürfen in diesem Buch der Geheimnisse lesen. Noch nicht gefunden. Die heiligen Zeichen bei Prüfung von Les Sources des Sang verleihen zum Schutz vor den Elementen Feuer. Teilweise gefunden. Auf dass er im Feuer greifen kann, ohne dabei Schmerz zu verspüren. Erhalten. Auf dass er über glühende Kohlen schreiten kann. Erhalten. Auf dass er von Flammen verzehrt werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Noch auf der Suche. Opfer für die Loa an den Altären des Lebens, die jenseits des Wüstenlandes liegen. 100 Kado, den Loa geopfert, verleihen dem Geist eines Mannes Stärke. Eins gefunden. Tja, und genau an der Stelle mache ich jetzt einen Schnitt und dann sehen wir uns dann gleich bei den richtigen Folgen. Macht's gut, bye Leute.